Ja, und damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem 25. Spieltag. Wir treten eine der längsten Auswärtsfahrten an nach Kiel. Wir sind bereit, genauso wie 1144 Fans, die uns begleiten auf dieser langen Reise. Für die habe ich noch folgende Vorabinformationen. Die Tageskassen in Kiel öffnen ab 11 Uhr für die Kurzentschlossenen. Aber Vorsicht, die ÖPNV in Kiel streikt. Das bedeutet, es gibt keine Shuttlebusse vom Hauptbahnhof zum Stadion. Man geht da ungefähr von einem Fußweg von 45 Minuten aus. Also das bitte mit einplanen, sollte mit dem Zug angereist werden. Auch der Gästeparkplatz öffnet nur für Fanbusse, wenn man die Reise mit dem Auto antritt. Auch da wird es einen Ausweichparkplatz geben. Da beträgt der Fußweg ungefähr 15 Minuten. Das sind die Vorabinfos für unsere Fans, die mitkommen. Christian, ich habe unseren Kapitän gestern auf dem Trainingsplatz vermisst. Wie ist da der Stand? Kannst du da schon Entwarnung geben? Ja, guten Tag. Zunächst mal von meiner Seite. Ich greife mal die Worte von Fabi Roth auf. Der Körper hat ein wenig gestreikt, wie der ein oder andere Körper auch diese Woche. Das war aber Gott sei Dank hauptsächlich zum Beginn der Woche, sodass ja, der Großteil gestern wieder zurück ins Training gekehrt ist, bis auf Jerome, der, wenn alles normal läuft, heute allerdings wieder auf dem Trainingsplatz zu finden sein wird. Und ja, wir auch darauf hoffen, dass er ähnlich wie bei den letzten Erkältungen von ihm immer ein sehr, sehr gutes Körpergefühl hatte. Und zumeist, und damit gehe ich oder davon gehe ich momentan auch davon aus, dass er am Samstag die Mannschaft auch in Kiel aufs Feld führen wird. Und wir dadurch zur Stunde nur auf den gesperrten Paul Nebel aus den letzten Wochen aus dem Spielerkreis verzichten müssen. Das ist ein herber Verlust, das ist uns klar. Aber dafür haben wir einige Jungs dahinter, die jetzt vielleicht in den letzten 3-4 Wochen auch ein Stück weit zu kurz gekommen sind und dadurch jetzt auch die Möglichkeit haben, also einer von denen auf jeden Fall, Paul nicht 1:1 zu ersetzen, sondern seine eigene Note aufs Spielfeld zu bekommen. Und deswegen freuen wir uns auf Samstag, auf einen guten Gegner. Ich glaube, auf ein Spiel, das alle Möglichkeiten eröffnet für beide Seiten. Und ja, dafür haben wir allerdings noch 2 Tage Zeit, um uns insgesamt zu entscheiden. Das waren die Infos von unserer Seite. Ich sehe schon die erste Hand hochgehen. Julian Linder von der Neuen Welle mit der ersten Frage. Hi Christian. Hi. In der Hinrunde war Kiel ja ziemlich gut drauf in der Rückrunde. Da haben sie jetzt ein bisschen Probleme, da hakt es ein bisschen. Wie schätzt du Kiel jetzt vor diesem Spiel am Samstag ein und wie wollt ihr das so angehen? Na, ist vielleicht für neutrale Zuschauer von außen betrachtet, neben dem Gegner von letzter Woche, so ein Stück weit eine Überraschungsmannschaft, die sehr, sehr viele Punkte in der Vorrunde eingesammelt hat, die viele, viele 50-50 Spiele auf ihre Seite gezogen hat. Ich fand auch in der Vorrunde, und das ist ja Teil meines Jobs, auch die Phase bis zum 0-1 eigentlich drauf und dran, dass wir in Führung gehen. Ich will nicht sagen, dass das so ein bisschen beispielhaft war, aber Kiel hat die Null gehalten, hat eine Phase von Drucksituationen von uns überstanden und hat dann eiskalt zugeschlagen und hat dann hochverdient auf Strecke hier gewonnen und hat sich dann mehr und mehr in der Vorrunde in einen Flow reingespielt, hat einen absoluten Plan mit Ball, also auch gegen den Ball, aber vor allen Dingen mit Ball finde ich sie richtig gut, richtig stark, eine klare Handschrift von Marcel Rapp dann auch zu erkennen. Und deswegen kommt da ein völlig berechtigter Gegner auf uns zu, was der Tabellenplatz aktuell anbelangt. Und wenn du 10 Spieltage vor Schluss auf dieser Position stehst, ja, dann kannst du da auch am Ende stehen. Und deswegen wissen wir, was da auf uns zukommt. Und trotzdem glaube ich, dass wir auch was entgegensetzen dürfen momentan, was Qualität anbelangt und vor allen Dingen auch was Haltung und Selbstbewusstsein anbelangt. Und das will ich am Samstag sehen.
Dann schaue ich noch mal kurz in die Runde. René hat ein Zeichen gegeben, die badischen neuesten Nachrichten. Bitte. Ja, Christian, ich würde nochmal zurückkommen wollen auf den Ausfall von Paul Nebel, der sicherlich schmerzhaft ist, gerade wenn man bedenkt, dass ihr jetzt keinen klassischen Zehner mehr im Kader habt. Heißt denn das jetzt für dich, dass du zwangsläufig auch das zuletzt ja, sag mal, für die Balance ganz zuträgliche 4-2-3-1 in diesem Spiel aufgeben musst? Oder gibt es die Möglichkeit, wenn nicht Nebel 1-1 zu ersetzen, so doch innerhalb des Systems? Ja, es gibt, wie von mir eingangs erwähnt, sicherlich 2-3, ja, 4 Möglichkeiten. Die vierte Möglichkeit wäre dann vielleicht ähnlich wie die dritte, dass es nur ein anderer Spieler sei. Aber von der Idee her gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Gibt es Jungs, die schon auf der Zehner-Position gespielt haben in ihrem Leben mal. Es gibt aber auch die Möglichkeit, logischerweise einen klassischen zweiten Stürmer aufs Feld zu schicken, wie Budo Tsivtsivadze oder Fabian Schleusener. Der eine, der richtig gut drauf war die letzten Wochen, der andere, der jetzt, das hat man diese Woche schon gemerkt, das ist im Fußballerleben manchmal in vielen Situationen sehr, sehr komplex. In der Situation ist es ganz einfach, du schießt 2 Tore und dann hast du eine ganz andere Körperhaltung wieder in der Woche, du hast ein ganz anderes Selbstverständnis in deinem Spiel. Das hat Fabian Schleusener logischerweise sehr gut getan, sodass wir da wieder einen Spieler mehr haben, der jetzt nicht allein aufgrund eines Spieles, aber der durchaus auch eine Option für mich darstellen könnte. Und natürlich haben wir auch die Möglichkeit, was zu verändern. Und diese Möglichkeiten haben wir momentan. Da bin ich auch ganz ehrlich, das kann schon eine Bauchentscheidung geben am Samstagmorgen in Kiel, weil diese eine klare Option, in dem Fall, wenn du noch einen Zehner draußen hättest, du bleibst in der gleichen Grundordnung, du ersetzt Paul Nebel durch einen wirklichen positionsgleichen Spieler. Das ist es nicht gegeben durch die Verletzung von Lars. Und deswegen müssen wir uns da überraschen lassen, was wir am Samstag auf der Position machen werden. René hat noch eine Nachfrage. Ja, würde ich noch eine Nachfrage zur Situation in der Liga anschließen. Ich frage dich jetzt nicht danach, wie viele unruhige Leute es in deinem Umfeld seit letztem Wochenende gibt. Aber wenn man den letzten Spieltag anschaut, wo die Top-Vereine alle, sagen wir mal, nicht in der Lage waren, dreifach zu punkten, so rückt der KSC nunmehr als relativ überschaubar ran. Wie siehst du die Situation in der Liga momentan und vor allem, wie sind eure Aktien da drin? Ich sehe nach wie vor eine Mannschaft, die schon ein Stück weit von all dem, was sie dieses Jahr gezeigt hat, von ihrem Auftreten, von ihrem Selbstverständnis schon ein Stück weit voraus ist. Und das sehe ich auch in den Punkten. Das ist der FC St. Pauli. Der, und das muss man ja auch mal dann auch immer wieder einordnen, wenn man über Themen von uns spricht, der jetzt in 2 Spielen aus 6 Gegentore bekommen hat. Also es zeigt ja, was in der Liga dann manchmal möglich ist. Nur haben sie 1 davon gewonnen mit dem Spiel bei unserem kommenden Gegner. Und trotzdem bist du jede Woche, musst du wieder alle Punkte abrufen, was notwendig ist, um selber deine eigenen Spiele zu ziehen. Und für mich wird die Liga jedes Jahr ausgeglichener. Das ist eine ganz, ganz große Erkenntnis. Ein paar Punkte, die ich jetzt nicht aufzähle, die haben wir über das ganze Jahr schon mal hier gehabt. Jetzt haben wir gerade mal in 2 Spielen kein Tor bekommen. Dafür haben wir vorher relativ viele bekommen. So richtig zu erklären ist es in manchen Punkten im Fußball manchmal nicht, auch wenn wir natürlich inhaltliche Dinge viel, viel besser machen. Unsere Rolle ist so, dass uns, da müssen wir gar nicht drum herumreden, uns fehlen 3-4 Punkte. Und zwar genau die, um zu diesem Quartett, glaube ich, ist es, die mit 38, 37, 38, 39, 41 so in diesem Dunstkreis sich bewegen, um aus unserer Position mit unseren Zielen so ein bisschen zu kitzeln. Und die fehlen uns. Und deswegen müssen wir über irgendwelche andere Themen müssen wir hier nicht sprechen. Weil, nochmal, wir haben vor 6 Wochen haben wir über andere Dinge gesprochen und jetzt sollten wir über Thema Relegationsplatz sprechen. Das ist mir einfach zu schnell und das passt auch nicht zu uns. Und wenn wir in irgendeiner Form mal ein bisschen mehr wollen, müssen wir einfach weitere Spiele gewinnen. Das ist ganz einfach, aber dazu kommt am Samstag ein Gegner, der uns da abfragen wird, der, wie ich es angesprochen habe, zu Recht auf diesem Platz momentan steht. Und das wird eine gute Probe für die Mannschaft wieder.
wie sie da auswärts gegen einen anderen Gegner wieder auftreten kann. Und ich glaube, das kann man nachvollziehen, dass mit unserer Historie in dieser Saison es nach wie vor so ist, dass wir uns mit aller Kraft und alles daran setzen, so schnell wie möglich die maximale Planungssicherheit zu haben. Weil alles andere ist momentan Quark. Dann hat Nils Bohl die Hand oben, das Mikro kommt. Hallo Christian, wo wir gerade bei Erklärungen sind. Wenn man so die letzten Jahre anschaut, dann könnte man den Eindruck gewinnen, dass der KSC immer so nach der Winterpause nochmal irgendwie so den Nachbrenner zündet und dann irgendwie sich nochmal ein bisschen nach vorne katapultiert. Gibt es dafür Gründe oder ist das reiner Zufall? Ich tue mich tatsächlich schwer, das vernünftig zu erklären, weil ich das ja genauso sehe. Scheinbar tut uns die Sonne im Winter richtig gut. Wir genießen diese eine Woche im Trainingslager immer maximal. Ich empfinde diese Trainingslager dort herausragend. Ich kann es euch aber nicht erklären, ich finde es im Sommer auch klasse. Ich finde auch die anderen Dinge im Sommer alle cool, aber scheinbar ist aufgrund der Punkteausbeute nach der Vorrunde, die war ja nicht immer verkehrt. Trotzdem, in den letzten beiden Jahren ist sie mit 18 und mit 21 Punkten aber auch nicht gut gewesen. Und wenn ich irgendeinen Schluss daraus ziehen muss, ist, dass dann die Antennen, die Bereitschaft, die Haltung, all diese Begrifflichkeiten schärfer werden nach der Winterpause. Aufgrund der Punkte, aufgrund der Tabellensituation. Und das ist schon ein Thema, was mich beschäftigt, weil ich empfinde jetzt nicht, dass wir in der Vorrunde Dinge haben liegen lassen. Klar, man kann jetzt mal sagen, man führt 2-0 in Hannover, das sind diese zwei Punkte, die uns guttun würden, dann wären wir da ein bisschen, nochmal ein bisschen näher dran. Aber es gab auch andere Spiele, wo wir vielleicht nochmal einen Punkt gezogen haben, wie in Berlin. Also ich habe nicht den Eindruck, dass wir was geklaut haben oder uns was geklaut wurde, in Anführungszeichen. Also wir haben schon das bekommen, was wir verdient haben. Und scheinbar ist es momentan so, dass, und das nehme ich auch wahr, dass ähnlich wie letztes Jahr die Schärfe und die Art und Weise in der Rückrunde, zumindest bis zum heutigen Tag, ähnlich ist wie letztes Jahr. Aber ihr könnt mir ja genauso gut glauben, dass ich bin der gleiche wie am 1.7. und wie am 1.1. und trotzdem ist es ein Thema, was mich beschäftigt, aber es kann auch mal andersrum laufen, logischerweise. Und dann unterhalten wir uns über andere Dinge, aber es ist was Auffälliges auf jeden Fall. Dann schaue ich nochmal in die Runde. Ja, Radio Regenbogen hat auch eine Frage. Ja, nach zwei deutlichen Siegen, 4-0 jeweils, wie wirkt sich das auf die Stimmung aus in der Mannschaft und wie viel Selbstvertrauen gibt das jetzt auch für das Spiel bei einem schweren Gegner auswärts? Es ist eine großartige Stimmung, das kann sich ja jeder vorstellen. Losgelöst von 2x4-0, das sind ja einige Dinge bis hierher in der Rückrunde passiert. Es haben mir einige Leute geschrieben, die vor 32 Jahren jeweils in Hamburg als auch in Kaiserslautern in irgendeinem Bereich auch dabei waren. Das hatte für die schon eine große Bedeutung, was die Mannschaft dort geschafft hat. Und um es inhaltlich zu formulieren, mit einem Auswärtssieg in der Vorrunde ja, bist du immer wieder gezwungen, zu Hause zu liefern. Und jetzt haben wir Gott sei Dank schon zwei Stück auswärts gezogen. Das macht was mit einer Mannschaft. Sie weiß jetzt aktuell, dass sie auswärts auch jederzeit in der Lage ist zu gewinnen. Sie weiß, dass sie zu Null spielen kann. Sie weiß, dass vielleicht auch mal ein Türchen auswärts reichen kann. Sie weiß auch, dass es völlig egal ist, in welcher Grundordnung du spielst, ob es eher defensiv, eher offensiv orientierte Spieler sind. Wir können weiter offensiv gefährlich sein, aus dem Nichts. Wir haben in Kaiserslautern sehr effektiv gespielt mit unseren Torchancen. Wir haben jetzt ein bisschen schlampig gespielt, fand ich, gegen Greuther Fürth, inklusive dem Elfmeter und trotzdem am Ende wieder 4 geschossen. Also es ist möglich, aber wenn du am Samstag nicht bereit bist, den gleichen Topf wieder einzuzahlen, dann werden wir uns nächsten Freitag hier an gleicher Stelle über andere Dinge wieder unterhalten. Und wir brauchen Energie, wir brauchen Schärfe, wir brauchen auch mal
Frustrationstoleranz auswärts bei einer Ballbesitzmannschaft. Und trotzdem will ich am Samstag schon sehen, welche Mannschaft in der Rückrunde sehr, sehr viele Punkte gesammelt hat. Das muss ich auf dem Spielfeld sehen, unabhängig des Ergebnisses. Also wir sollten weiterhin ein Spiel mit Ball haben. Wir sollten gierig und gallig gegen den Ball sein und einfach ein unbequemer Gast sein in Kiel. Und die Vergangenheit hat gezeigt, dass wir dort auch Spiele gewinnen können. Die letzten Auftritte haben wir, glaube ich, verloren. Also ein guter Mix, in Anführungszeichen, gehabt, auch von der Bilanz. Und trotzdem ist es natürlich unser Ziel am Samstag, auch in Kiel wieder aufs Punktekonto was draufzupacken, um die Stimmung auch hochzuhalten. Dann sehe ich keine weiteren Wortmeldungen mehr. Alle Infos gibt es natürlich auch zum Nachlesen auf ksc.de. Der Fanbrief wird in Kürze veröffentlicht. Das war's von meiner Seite. Euch, falls ihr mitkommt, eine gute Anreise. Und wie gesagt, frühzeitig anreisen aufgrund des ÖPNV-Streiks. Das war sie, die Pressekonferenz vor dem 25. Spieltag. Macht's gut. Tschüss. Ciao zusammen. Ciao, viel Erfolg. Dankeschön.